Oh, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hogwarts. Heute machen wir Professor Hagrids Aufgabe 2. Und ja, lerne dann den Expelliarmus oder sowas. Ich glaube, das war das, wo wir denen die Waffen entziehen können. Schauen wir mal rein hier. Wir sind schon mal hergelaufen. Oder haben wir uns zuletzt hierher teleportiert? Ja. Läuft. Ah, jetzt. Wollte schon sagen, ne? Reden gar nicht, ich höre gar nichts. Hallo? Wo ist der Sound? Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die mächtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Mund hat sich ja bewegt. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Gute Arbeit. Die Puppe ist hier. Ich brauche noch einen zweiten Slot. Das ist einfach zu wenig. Da ist er doch. Expelliarmus, Sie scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Aber üben Sie weiter. Expelliarmus rettet Ihnen vielleicht mal das Leben. Ja, hat doch geklappt. Ja, ging ja schnell. Okay. Na, da war ja jetzt nichts dabei, ja, würde ich sagen. Das war ja jetzt, ja, schnell. So, was ist denn das? Finde die restlichen Schlüssel. Das müssen wir so nebenbei machen. Finde den dritten Orientierungspunkt des Arthur Schatzgard. Und das müssen wir auch zufällig machen. Ein Hauch von Liebe. Ja. Ja, da können wir uns jetzt hinbegeben. Ja, das Zauber können wir auch mal. Ah, wir können uns da hinbegeben, endlich. Dann machen wir das doch. Wir reisen mal, ja? Ich mach kurz Pause, wir sehen uns gleich wieder, wie gehabt. Besser für euch, besser für mich. So, da sind wir da auch schon wieder. Ah, das ist doch hier der Abschnitt mit dem verbotenen Wald, ne? Revelio. Ah. Weiß ich gar nicht, wie wir das hier machen. Ob es hier gar keiner erwischen darf, oder? Wir gehen erstmal rein, werden wir sehen. Schauen wir, was uns erwartet. Nur die Blutegel. Revelio. Haben wir ja auch schon genug davon, denke ich mal. Wenn, dann gibt es die auch überall. Ja, das mit dem Zauber, dass man alles sehen kann, ist schon eine feine Sache. Okay, na, schauen wir, was uns erwartet. Mal warten. Es wird bestimmt wieder dunkel. Ja. Hier bin ich. Sieht aber schön aus. Wie versprochen. Sauber.
So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Nur Ravenclaws würden so weit reisen, um Wissen zu erlangen. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann, aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Mhm. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Tja, müssen wir. Bleibt mir nichts anderes über. Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Oh, da gibt's ein Rätsel. Aber da kann ich jetzt nicht hin, oder? Egal, komm, weiter geht's. Immer dieses Entdecken. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Revelio. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Da sind die Spinnen. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Ja, wie laut denn noch? Wo sollen wir denn lang? Da lang, da lang? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Oh ne, 20. Nee. Hau mal ab. Es hilft nichts, ich muss einfach weitermachen. Ist schwerer zu besiegen. Ich hab das schon gesehen. Solche Level 20er umbringen. Revelio. Uns mal an, wir sind ja 10, 11 oder was? Ja, 12, 13. Ab, ansonsten machen wir uns unsichtbar. Der Wasserfall. Für einen Dieb ist Jackdaw überraschend verlässlich. Na, wie war das? Wir dürfen ja eh nicht her, ne? Also, ja, Level 20 müssen wir uns jetzt nicht unbedingt geben, würde ich sagen. Das. Was ist das hier? Knüttelmuff. Was macht man denn am Knüttelmuff? Bewohnte Höhle. Aha, okay. Also unten drunter, ja, ich verstehe. Hä? Revelio. Na, hoffentlich müssen wir da jetzt nicht noch rein in die Höhle. Oh, schön seltsam sieht das hier aus. Dieser Ort. Hirsche sind so majestätische Wesen. Teleportierung ist natürlich auch wieder bestens. Da, genau wie Jackdaw es beschrieben hat. Ah, nehmen wir uns mal noch die Pilze mit. Und Blutegel. Auch süß. So, dann gehen wir her. Intramuros. Öffnet sich das Loch. Die Höhle. Revelio. Hier draußen wird euch niemand hören. Rock wusste, dass oh nein, hoffentlich seid ihr nicht 20, Mann. Na, Level 13 geht da noch, wollte ich schon sagen, das wäre sonst mies wegen der Quest. Da
Das wäre ja sonst richtig mies. Die Anhängerin wollen noch nichts mehr berichten. Mal sehen, wohin Jackdaw mich geführt hat. Meine Ausrüstungsplätze sind zu voll. Revelio. Wie? Ja, hör mal. Schließe Westbringer, um der Höhen oder Übersicht zu verkäufern. Okay. Haben wir jetzt hier keinen. Das ist natürlich schlecht. Haben wir einen in der Nähe? Wir brauchen einen. Lava mit kleinen Anzahl an Banditen. Ne, das wollen wir jetzt nicht. Spinnend versteckt. Nee. Wo verkaufen wir jetzt den Mist mal? Derzeit nicht verfügbar. Okay, das heißt, wir können jetzt gerade gar nicht hier weg, wa? Wie es aussieht. Alles gesperrt und verboten. Nö. Na, dann ist den so. Wir gehen einfach da rein. Was anderes geht da jetzt eh nicht. Entweder liegt es dann noch danach in Quest oder halt nicht mehr. Egal. Werden wir gleich sehen. Ich meine, Level 13 war ja okay, aber die 20er spinnen da in der Ecke. Revelio. Verbotenen Wahl verlassen. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, wir haben hier gar keine Map. Wie groß dieser Ort wohl sein mag. Die Map ist schon mal nicht da. Vorklummen. Lumsaft. Revelio. Was ist das hier? Easy. Faszinierend, ja, ist es doch. Das ist doch alles schick hier. Jemand wollte hier unten keinen Zufallsbesuch haben. Ne. Oh nee. Ih, Spinnen. Ob einer meiner Zaubersprüche mich hier helfen wird? Das hatten wir ja schon mal. Revelio. Oh, Hilfe! So drauf. Fangzähne. Revelio. Joa, die Frage ist, wo gehen wir hin? Was ist hier los? Ist hier überhaupt was los? Hm.
Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber warum sind die dort? Ist hier irgendwas zu gucken dann? Oder? Oh nee, die sieht mir zu groß aus da hinten. Spinnen sind sowieso allgemein. Eklig sind nicht meine Welt, ja. Ah, da bist du. Oh. Alter, wie weit ist denn das weggeklatscht? Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jack das lösen konnte, kann ich das auch. Stehen irgendwelche Sachen zur Verfügung? Sieht aus wie eine Kriegerin, ey. Das ist ja gar nicht meins. Mhm. Hallo, ich wollte noch mal da oben hin, genau. Also Magierin und so ist ja alles schön und cool, aber... Der ist schlechter. Auch schlechter. Oh, ist noch eine Frage. Rebellion. Ja, natürlich können wir gleich noch mehr spielen, ne? Ist ja wohl logisch. Was anderes erwartet. Da oben sind doch schon welche. Und der. Ja, hier kommt jetzt. Rebellion. Achtung, dein Feind ist über dir. Noch nicht? Die warten wohl noch. Mit der, die ist schon dead. Ah, weg hier. Eklig, will hier nicht so sein. Ne. Was ist das hier für eine schöne Kiste? Ist die schlecht? Hier gibt's keinen, der mir hilft. Ausrüstungsplätze sind voll, ja, toller Wursch. Wo sind denn die Plätze, die voll sind? Ausrüstungsplätze? Irgendwo was hier? Oder? Man weiß ja auch nicht, was das ist, ja? Nee. Egal, dann müssen wir das jetzt liegen lassen. Was soll ich denn machen? Bringt mir ja nichts. Ich kann ja nicht mal was löschen, wenn ich das wollen würde, oder? Ablegen nur. Zerstören. Ja, was ist denn, wenn ich das zerstöre? Ist jetzt nur 60 wert. Zeig mal, ob ich es dann mitnehmen könnte. Wenn, dann ist 60 weg, ist ja auch Wurst. Na, das ist ja sogar schlechter. Okay, okay. Was sind denn hier diese Flammen? Gut, dass Jack da nicht runtergefallen ist.
Na, lecker. Levioso. Warum gibt's keinen zweiten? Revelio. Ein paar Dollar. Oh, ich war gleich zu viele. Verbuddeln tut ihr euch. Da haben wir gleich vor Schreck zu viele reingezimmert. Keine Ahnung, kommen wir nicht hin. Ist ja auch noch ein paar Meter bis dahin. Aber wenn nur Geld drin ist, ist gut. Können wir wenigstens mitnehmen. Und hier kommen jetzt auch noch mal welche, oder? Sieht mir schon so danach aus. Revelio. Nee, mal nicht. Ja, egal, tun wir auf gut Blick mal das Schlechteste verkaufen. Was ist denn hier neu? Ach, das ist ja 60, 60. Ja, nix. 60 ist schon das Schlechteste, wa? Ich gucke mal. Sieht so aus. So, dann tun wir das hier verkaufen. Oder zerstören, ja. Nicht verkaufen, geht ja nicht. Dämmerungsumhang. Ich möchte trotzdem mal wissen, ob der jetzt mehr wert war oder nicht. 90, ja, aber der ist total schlecht. Das verstehe ich nicht. Da packen die hier 13er Gegner rein, aber das Equip ist. Ja. Also die Ausrüstung ist mehr als schlecht, ne? Aber da packen sie rein, so, also. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber ich kann mich einfach bedienen. Egal, komm, wir verkaufen das jetzt auch nochmal irgendeins für 60. Was war denn das?
Und was ist der Umhang? Ist der auch so wenig wert? Ja, ich glaube, in den Kisten werden wir nichts finden, was uns glücklich macht. So, wo müssen wir denn jetzt hier hin? Ich habe hier schon den Überblick verloren. Hä, da gibt es noch eine Kiste. Bin ich quasi vorbeigeschwebt. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas übrig gelassen hat. Aber wo kann er sein? Na, warte mal, da ist er jetzt nicht. Da kommt nicht jeder dran vorbei. Das könnte. Könnte was mehr wert sein. Ich schaue das mal das erste an, was es ist. Ich denke, das wird schlechter sein. Oh, die sind mal besser, die Hände. Ich glaub's ja gar nicht. Da müssen wir ein bisschen hin und her hantieren hier. Sorry, Freunde. Ja, tut mir leid. 260 wert. Ja, tun wir mal das hier zerstören. Und ein besserer Schal. Ja, da fährt man eigentlich ganz schön schnell vorbei an dem Ding. 28, 14er. Oh, sieht man sich auch ganz in Ordnung aus. Ja, haben wir hier noch einen 260er, die wir zerstören können. Ja, ich glaube, das sehen nicht alle, aber ich bin auch erst vorbeigedüst. Egal, wo muss ich jetzt so lang? Hier runter einfach wieder, oder was? Ich weiß es auch nicht. Die Ecke hat mich durcheinander gebracht. Ja, hier war das doch, wo es so in viele Richtungen ging, ne? Revelio. Seltsam. Ich hätte gedacht, dass Jackdaw an dieser Beute interessiert wäre, aber es gibt keine Spur von ihm. Hier waren wir drin, genau. Wir sind doch von hier oben. Ja, gekommen, genau, quasi. Hier kamen wir nicht durch. Lumos. Hätten wir eine Chance, hier lang zu kommen? Ah, nicht die Taste, Mann. Es sind einfach zu viele Tasten, ja. Reparo. Incendio. Reparo. Hier müssen härtere Geschütze aufziehen. Ja, hatte ich jetzt auch nicht viel Hoffnung. Dass das geht. So, egal. Wir gehen jetzt weiter. Das haben wir. Da weiß ich auch nicht, ob da lang. Hier geht's nicht lang. Da waren wir gerade. Ne, bleibt uns nur noch das Wasser übrig. Ich denke mal, man muss doch immer diesen blauen Dingern folgen hier. Da ist sie. Sie ist fast fertig. Ja. Noch mehr Spinnen? Dann kennen wir Tatjana. Revioso.
Noch mehr größere Biester oder was? Oh, Alter. Ich krieg doch schon nichts. Alter, ändere doch mal den Fokus. Das geht mir so auf den Föhn, Alter. Da ändert das nicht. Das ist sehr sich diese Spinnen vermehrt haben, seit Jackdaw hier war. Man kann die Kamera nicht ändern, wenn es einmal im Fokus ist. Es ist so nervig. Incendio. Revelio. Acht mich nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Ja, Fangzahn. Malvenkraut. Hier irgendwas? Na, kommst du nicht rein? Revelio. Eine unberührte Truhe? Jackdaw war bei seiner Suche hier nicht sehr gründlich. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Revelio. Ach, wieder die drei. Ich verstehe. Nur in einer gewissen Zeit. Also diese Kampfhaltung ist echt nervig, ja. Sei euch, wie es ist. Extra Feuer alles aufgefahren hier für mich. Ich muss näher an Jackdaws Überreste herankommen. Und an die Seiten. Oha. Ein großer Kampf steht vor uns. Jetzt geht die Tür zu. Sieh mal an. Richard Jackdaw. Schade. Diese Splitter sind wohl die Überreste von Ollivanders Zauberstab. Wenigstens kann ich die Seiten mitnehmen. Hier ist sie. Die Karte deines Verderbens, Jackdaw. Ist hinter diesem Raum noch etwas? Ja, war ja klar. Revelio. Also ich bin gar nicht da. Als er mich so. Soll ich mich irgendwie so durchdrängen vielleicht? Wirklich? Das ist okay. Sieht mich jemand? Ja, da kommen wir nicht lang. Muss, sollte euch entwaffnen. Das heißt, ich mache jetzt mal die 1 weg und mache mal hier den Entwaffner drauf. Wenn sie entwaffnet sind, dann was tut? Oh, hä? Hey. Das Feuer bringt nur vom Nahen was. Komm, mach die 3.
mussten kämpfen, war wieder Zwang. So, Freunde, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ja, ciao, ciao.